Mein Name ist Easy Cheesy und damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Freunde, willkommen hier im Pet Store Tycoon. Unsere erste Kundin geht. Wir haben sie leider nicht bedient, weil ich hier draußen rumstand und faul war. Wir gehen erstmal rein in unseren Tycoon hier vorne. Das ist unser Haustierladen. Das heißt, wir werden hier heute verschiedene Haustiere in unser Laden bekommen und an die Kunden ausgeben. Ja, die Kunden wollen hier Tiere bei uns adoptieren und ich bin sehr gespannt, wie das so läuft. Da ist unser erster Kunde. Guten Tag, Sir. Was kann ich denn heute für Sie tun? Unser erster Hund! Oh, ist der süß! Oh mein Gott! Aber ich muss dieses Wasser hier füllen, hier vorne, weil der Hund hat nichts zu trinken. Okay, dann klicken wir jetzt hier auf diesen Wasserhahn, so zack. Und dann gehen wir hier zurück, stellen das Ganze hier hin. Jetzt kannst du was trinken, kleiner Hund. Na los! Warte, was passiert, wenn die Zeit abläuft? Begehbar! Was soll das heißen? Hier vorne haben wir jedenfalls ein Hundefutterlager. Das sieht aber lecker aus. Da würde ich auch gerne mal eine Ecke von kosten. Oh nein, draußen wird es dunkel und es hat angefangen zu regnen. Das darf doch nicht wahr sein. Leute, ich komme hier gerade frisch aus dem Urlaub. Bin braun gebrannt, wie ihr sehen könnt. Und bin ready, jetzt endlich wieder hier eine Runde Minecraft zu spielen. Nein, Spaß. Ich weiß, dass es Roblox ist. Jetzt werden wahrscheinlich einige schreiben. Easy. Bist du doof? Sag mal, das ist doch eindeutig hier Roblox. Kein Problem. Ich will gar nicht durch den Regen laufen. Hier werde ich nass. Wo soll ich denn hier hingehen? Wieso zum Lebensmittelgeschäft? Seit wann essen Tiere denn bitte normale Menschen Lebensmittel? Wo kommen wir denn da hin? Dann müsste ich ja für jedes Tier hier immer einkaufen gehen. Die Lebensmittelvorräte sind begrenzt. Je mehr Nahrung und Wasser du den Tieren gibst, desto mehr irgendwie hast du. Okay, alles klar. Dann werden wir das so tun. Warum ist es hier eigentlich so wahnsinnig dunkel? Hier kommen wir wieder rein und es sieht so aus, als wäre unser Kunde irgendwie verschwunden. Okay, wir können jetzt hier aber die erste Erweiterung kaufen für unseren Laden, damit die Hunde nach draußen gehen können. Das ist quasi jetzt der Außenbereich für unsere Hunde, den wir uns hier gegönnt haben. Und damit hat unser Pet Shop den ersten Stern erhalten. Hallo, Ma'am, was kann ich für Sie tun? Okay, Sie wollten nur ein bisschen Hundefutter kaufen. Kein Problem. Den Räuber, bevor er deine Tiere stiehlt! Wo ist der Räuber? Nein. Wo versteckt er sich? Ich sehe ihn! Da vorne! Mach, dass du wegkommst! Hau ab, Räuber! Oh nein, 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 nein! Er holt meine Tiere! Ich muss ihn hier irgendwie verscheuchen! Hau ab, habe ich dir gesagt. Ha! Wir haben ihn aus dem Laden verscheucht. Nice! Ich glaube, nachts ist nicht unbedingt die beste Zeit, um hier Geld zu verdienen in dem Tierladen. Also können wir mal gucken, was wir uns hier Schönes kaufen können. Wir haben $124. Wir könnten uns eine Wache kaufen, wenn wir nur mehr Geld hätten. Hier vorne einen Lieferanten für $1200. Das ist teuer. Eine Empfangsregisterin, also eine Empfangsarbeiter wahrscheinlich. Auch teuer. Reiniger auch sehr teuer. Aber hier vorne können wir uns Bargeld kaufen. Und zwar im Vorteilspack für nur 250 Robux. Let's go! Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was an Bargeld und wir können uns hier ein Katzenzimmer kaufen. Katzen sind so süß. Ich dachte immer eigentlich, dass ich Katzen nicht mag, weil ich bin ja eine Maus. Aber ich habe zwei Straßenkatzen gefunden und seitdem liebe ich einfach Katzen. Ma'am, was kann ich für Sie tun, so früh am Morgen? Oh, okay, alles klar. Sie hat einen Hund abgeholt und dafür hat sie nur $18 gezahlt. Das war aber sehr, sehr günstig, Madame. Okay, da kommt die nächste Kundin. Und es wird auch wieder Tag. Perfektes Timing. Deswegen ist hier der Laden ein bisschen voller. Oh, sie hat einen neuen Hund hergebracht. Welcher denn? Der graue. Der schwarze wurde abgeholt. Der weiße auch. Okay, ich muss die Hunde füttern. Die haben nicht genug Essen. Hier vorne können wir den erstmal Wasser geben. Bitte sehr, kleine Hund. Trink erstmal einen kleinen Schluck hier. Und auch du bekommst hier was zu trinken. Bitteschön. Und wir können uns hier Hundespielzeug kaufen für $60. Jetzt haben die Hunde Spielzeug. Yeah. Jetzt ist hier nicht mehr so langweilig. Das ist, glaube ich, ganz gut. Füttern müssen wir sie trotzdem. Das heißt, wir können mal in den Laden schauen. Aber als erstes kaufe ich mir hier noch die Wache, damit wir für die nächste Nacht gewappnet sind. Oh, wir haben Besucher. Sie guckt sich wahrscheinlich die Tiere an. Und wir haben einen neuen Stern erhalten. Nice. Hier ist das Hundefutter. Zack, das können wir direkt da rein tun. Die Hunde sind sehr unzufrieden.
Hey, was ist los mit euch? Füttern, spazieren und zum Zahnarzt müssen die Hunde. Ich glaube, gefüttert habe ich sie ja jetzt. Ja, Kunde, hier, was wollt ihr? Er hat einen Hund abgeholt und ich habe $0 verdient. Wieso das denn? Ich habe mich scheinbar nicht sehr gut um die Hunde gekümmert. Wir kaufen uns hier draußen mal einen Reiniger. Ich glaube, damit wird automatisch der Hof gereinigt, wenn die Hunde draußen sind. Das heißt, wir müssen nicht mehr die ganzen Haufen wegmachen. So, zack. Und wir öffnen den Hof. Schaut mal, da können die Hunde jetzt rauskommen. Wie cool. Wir brauchen nicht mehr mit denen spazieren gehen, sondern die können jetzt hier einfach miteinander spielen. Wichtig ist nur, dass wir die Hunde nicht nachts draußen lassen. Und wenn wir wollen, können wir uns jetzt das dritte Hundezimmer kaufen. Und ich würde sagen, let's go. Wir gönnen uns das Ganze. Da kann jetzt der nächste Hund reinkommen. Da vorne ist wieder ein Kunde. Hey, sogar zwei. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Ein neuer Hund ist angekommen. Ja, super. Alles klar. Oh, noch einer. Was? Wie viele Hunde krieg ich denn hier heute? Was möchtest du? Du hast doch da Essen. Wieso isst du nichts? Wieso? Er isst einfach nichts. Jetzt ist er nach draußen gegangen. Was ist los mit euch? Ihr habt doch da Futter in der Schale. Okay, ich hole euch mal was Neues zu trinken. Hier können wir uns jetzt einen automatischen Futternapf kaufen. Den haben wir uns gekauft. Nice. Aber es fängt jetzt an zu regnen. Das heißt, wir müssen schnell alle Hunde nach drinnen lassen. Ah, zack. Und der Hof ist geschlossen. So. Yeah. Dem Hund geht's immer noch nicht gut. Was ist los mit dir? Du hast Wasser. Du hast Futter. Du möchtest spazieren gehen? Okay, dann gehen wir eine Runde spazieren. Komm mit. Es regnet zwar, aber was soll's. Wir können uns die Tycoons von den anderen Leuten angucken in der Zwischenzeit. Hier drüben ist jemand, der hat einfach schon ein 4-Sterne-Tycoon. Ein 4-Sterne-Pet-Store. Wow, aber hat sich noch nicht mal einen Hof gekauft. Was ist mit dem los? Der kostet nur $25. Und das Katzenzimmer fehlt ihm auch noch. Ich glaube, wir sind genug spazieren gegangen. Dann werden wir diesen kleinen Frechdachs hier mal wieder zurückbringen. Und gucken mal, was wir hier noch erledigen können. Ihm geht's jetzt immerhin schon mal mittelgut. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Was ist das denn hier, bitteschön? Wer hat denn dieses Haus hier errichtet? Was ist das? Guckt euch mal bitte meine Tycoon an. Und jetzt guckt euch mal bitte diesen Tycoon an. Was ist denn los hier? Oh mein Gott, das muss ich mir angucken. Das ist ja der größte Pet Store, den ich jemals gesehen habe. Hier geht einfach eine Treppe nach oben in die zweite Etage. Ich gehe mit meinem Hund jetzt ein bisschen spazieren in dem Haus. Das ist ja wirklich riesig. Was ist das für ein komischer Raum? Hier sind ganz viele verschiedene Räume. Hi! Hier ist sogar ein Mädchen. Sie schreibt Koi raus. Okay, tut mir leid. Ich wollte nicht stören. Aber trotzdem mega cooler Laden, den du hier hast. Dass hier der Tag geworden ist, würde ich sagen, wir gucken uns mal an, was unsere kleinen Hundis hier machen. Was ist mit dir los? Du liegst nur rum. Ich kann nicht mit dir spazieren gehen. Ich weiß, du willst spazieren gehen, aber du liegst nur rum. Ja, du bist faul. Da kann ich nichts machen. Was mit dem hier? Dem geht's gut. Und dem hier geht's auch gut. Ich glaube, da hat gerade die Glocke geklingelt. Und wir haben eine Kundin. Hi. Sie hat einen Hund abgeholt und wir haben $34 verdient. Perfekt. Alright. Damit haben wir auch schon genug Geld für jemanden, der am Empfang arbeitet. Alexander, unser Rezeptionist. Wir haben einen 9-Stern bekommen. What? Wir haben einen 4-Sterne-Tycoon. Das nächste Hundezimmer kostet uns hier nur $125. Das können wir uns gönnen. Und damit haben wir jetzt auch schon 4 Hunde in unserem Pet Store Platz. Und ich bin mir ziemlich sicher, gleich kommt jemand und holt einen der Hunde ab. Da ist doch schon jemand. Eine weitere Kundin. Hallo, Ma'am. Nein, sie ist gegangen. Oh, warte mal. Sie hat einen Hund gebracht. Den muss ich mir anschauen. Was das wohl für einer sein wird? Oh, ein schwarzer Hund. Ist der süß. Wollen wir vielleicht eine Runde spazieren gehen? Nee, du willst gerade noch schlafen. Alle meine Hunde sind hier gerade auf dem Hof. Und Trevor, der Reiniger, sammelt die Hundehaufen auf. Ich meine, besser könnte das Ganze gar nicht sein. So, let's go. Du siehst unzufrieden aus. Lass uns doch eine Runde spazieren gehen, okay? Oh, nee, er ist jetzt schon genug gelaufen. Er hat keine Lust mehr. Der Räuber steckt hier in der Straße fest. Und da kommt Michael, der Wachmann, und verhaftet ihn. Perfekt. Oh, ein entflohener Hund wurde gerade abgeholt. Scheinbar ist ein Hund irgendwie gerade bei uns geflohen. Alles klar, wir gucken mal zurück in unseren Tycoon. Ich war gerade eine Runde spazieren hier mitten in der Nacht. Wie das Ganze läuft, frage ich mich. Ich habe jetzt mittlerweile $200.
Und wir können uns dafür eigentlich gar nichts kaufen. Ich glaube, das Nächste, was wir uns hier wirklich kaufen können, ist wahrscheinlich das 6. Hundezimmer. Und damit hätten wir dann alle Hundezimmer fertig. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Was für Tiere mögt ihr eigentlich lieber? Seid ihr eher so Typ Hund oder Typ Katze? Schreibt mal in die Kommentare, welches Tier ihr lieber mögt. Oder ob ihr vielleicht irgendwie ein ganz anderes Haustier cool findet, so wie zum Beispiel Hasen oder Meerschweinchen oder vielleicht Schlangen oder Spinnen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer das verrückteste Tier am coolsten findet. Da sind die Klappen aufgegangen und wir können uns hier für 250 doch noch etwas kaufen. Wir haben aber erst 225. Jetzt haben wir 250 und dafür können wir uns Hundehütten kaufen. Mal schauen, ob wir vielleicht noch Gassi gehen können? Ein goldenes Haustier? What? Wir können mit ihm spazieren gehen, aber er liegt voll komisch auf dem Boden. Was stimmt mit dem nicht? Aber dafür glitzert er voll schön. Ich frage mich, wie viel Geld wir verdienen, wenn wir diesen Hund hier vermitteln. Unser goldener Hund hat offenbar Zahnschmerzen und deswegen hat ihn auch noch niemand abgeholt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal mit ihm hier vorne zum Zahnarzt. Ich war noch nie hier. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, was wir machen. Ist hier irgendein Arzt? Hä, das ist doch der Zahnarzt. Da ist so ein komisches Kreuz dran. Ich gehe mal hier vorne hin. Hallo, Ella. Zahnstäbchen. Wir müssen den Hunden nur so komische Kauknochen geben. Ich glaube, hier, das sind die Kauknochen. Dental Sticks. Okay, davon haben wir einige. Ein Hund wurde gerade abgeholt, aber immerhin noch nicht mein goldener Hund. Der hat jetzt einfach gute Laune. Zum ersten Mal hat hier ein Hund gute Laune. So, bitteschön. Jetzt kriegst du auch noch ein bisschen Zahnpflege und jetzt geht's dem so richtig gut. Nein! Sie hat gerade meinen goldenen Hund gekauft. Er ist weg. Ich werde ihn so vermissen. Aber dafür haben wir jetzt mittlerweile schon $528. Und bald können wir uns das Katzenzimmer leisten. Einfach gerade schon 150, $200 verdient. Und er hat einen neuen Hund geliefert. Wir sind ganz kurz vor dem Katzenzimmer. Welcher Hund ist denn neu? Lass mal schauen. Der hier ist alt. Hier ist keiner drin. Ist auch keiner drin. Was mit dir? Bist du ein neuer Hund? Nö, du bist auch nicht neu. Der hier, der ist neu. Okay, pass auf. Erstmal kriegst du von mir hier so einen kleinen Zahnstick. Alright, jetzt ruhe ich erstmal eine Weile aus, isst ein bisschen was, trink ein bisschen Wasser und nachher gehen wir eine Runde spazieren. Yeah. Und in der Zwischenzeit gucken wir jetzt mal nach vorne. Wir haben $601. Damit ist es Zeit für unser Katzenzimmer. Let's go. Das Katzenzimmer. Wir haben es freigeschaltet. Wie cool. Regen. Es wird bald regnen. Okay, kein Problem. Hier vorne können wir irgendwo draufklicken. Das ist das Wasser für die Katzen. Das können wir hier natürlich einfach auffüllen. Und hier hinstellen. Und da haben wir Katzen. Zwei kleine Kätzchen sind da. Wie süß sind die da? Die sehen fast genauso aus wie die Hunde. Was haben die hier eigentlich? Die haben so kleine Betten. Und dann haben die Kratzbäume. Und ich bin mir ziemlich sicher, die brauchen auch was zu essen. Also hole ich mal ein bisschen was zu essen für die Katzen. Aber ich weiß gar nicht so genau, was die essen. Wahrscheinlich Fisch, oder? Wir haben hier vorne einfach so einen Riesenhaufen Fischgräten. So, Kätzchen, Essenslieferung. Zack, bitteschön. Ruckzuck auf dem Tisch. Immerhin muss man mit den Katzen nicht spazieren gehen. Sie hat einen Hund ins Zwinger gebracht. Hier ist eine weitere Kundin. Und sie hat einen entflohenen Hund abgeholt. Wieso fliehen die ganze Zeit meine Hunde? Ich habe keine Ahnung. Wo kommen die überhaupt raus? Ein Kätzchen wurde abgeholt und wir haben $16 dafür bekommen. Alright, Spider-Man hat uns hier gerade einen Hund geliefert. Vielen Dank. Ich würde sagen, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Jetzt hier in unserem Pet Store. Wir haben eine Hundesektion mit einem wunderschönen goldenen Hund. Wir haben hier vorne eine Katzensektion, die einfach permanent unzufrieden ist, wie Katzen eben nun mal sind. Und hier vorne ist unser kleiner Eingangsbereich. $1.300 haben wir mittlerweile. Für 1.500 können wir uns eine schöne Treppe kaufen. Ich mache jetzt mal den Hof auf, damit unsere Hunde hier so ein bisschen rausgehen können, ein bisschen spazieren gehen können. Und wir können hier für $1.200 einen Lieferanten kaufen. Ja, das heißt, unser Pet Food, unser Futter, alle Sachen können wir jetzt hier direkt in unserem Laden kaufen, was super, super praktisch ist. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr irgendwo hingehen oder sowas, sondern wir können das gleich hier alles vor Ort erledigen. Mega cool. Hier können wir dann, würde ich sagen, im nächsten Teil weitermachen mit der Treppe. Aber das war's
jetzt erstmal mit unserem Pet Store Tycoon. Wir haben 5 Sterne erreicht. Besser geht's nicht. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ihr lieber mögt. Hunde oder Katzen oder sonst was. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.